und da wieder am Holzladen. Ja, es ist nicht super Holz. Das liegt schon, denke ich, auch schon 3 Jahre hier. Das ist viel zu lange. Aber gehackt muss das werden, sonst ist da zuletzt alles verfault. Und ja, jetzt 3 Uhr. Vielleicht bis 4 Uhr. Ich muss nachher noch Kartoffel gegen Krautfäule spritzen. Das heißt, Maschine zurückbringen und die größere Arbeit immer Räder demontieren, schmale Räder rauf. Ja, das Holz muss da raus an eine gut befahrene Straße wie diese hier, damit da der Holzhacker und die Dosierwagen überhaupt fahren können. Das geht nicht mehr im Wald. Das muss an einer Straße sein. So, Radwechsel. Die schmalen rauf. Gewinde nicht mehr so gut da. Ah, da in der anderen Hand. Jetzt ist gut. Mittlerweile Routine, die breiten Räder rabreißen und schmale rauf. So, jetzt Spritze anhängen und davor Kartoffel spritzen. Ist ja bereits 5 Uhr. Für das auch mal Feierabend. So, Spritze gefüllt. Da spritze ich da noch meine Kartoffeln. Es sind nur noch 1,4 Hektaren und das mache ich mit einer Spritzung. Ich spritze da 400 Liter Wasser die Hektare. Und nachher Feierabend und eigentlich wäre geplant, dass die Anne und der Hausi Samstag, Sonntag weggehen. Vielleicht fahren wir sogar nach Deutschland, wir wissen noch nicht wohin. Ich habe genug, ich möchte auch einmal die Beine hochlegen. Aber 2 Tage ist für das allemal zu kurz. Da fährt man hin und schon wieder zurück. Aber besser als nichts. Ihr werdet sehen, wo wir landen werden. Jawohl. So, Tank wieder leer gespritzt. Spritze stoppen. Wie immer. Frischwasser rein. Und nachher ausspülen. Ja. Habe ich vielleicht was vergessen? Im Schnellarbeiten, im Zeitdruck. Vielleicht hätte ich auch noch gerade Schneckenkörner streuen sollen. Aber ja, für die Fronthydraulik einen Schneckenkornstreuer, wenn ich gerade beim Spritzen einsetzen kann. Aber jetzt fertig gespritzt, keine Schneckenkorn gestreut. Das nächste Mal muss ich das unbedingt noch machen. Immer vor der Krautvernichtung ist es ratsam, Schneckenkörner zu spritzen. Die Schnecken kommen noch raus, wenn es grün ist. Dann, wenn die Stauden abgespritzt sind, kommen die auch nicht mehr raus, die Schnecken. Dann bearbeiten sie die Kartoffeln, ne? Und das wird mühsam. Schneckenfraß an den Kartoffeln ist gar nicht gut.